Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Facto hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und so zwischendurch, also ich habe jetzt die ersten Kommentare zu dem Ganzen, was ich gebaut habe. Oh. Genau, da ist das erste. Schaltungsnetze sind erforscht. Das war nämlich in einem Kommentar genannt, dass ich das doch erforschen soll und damit kann ich dann mit diesem, ob mir Schwefel ausgeht oder ob mir Kohle ausgeht und ähnliches, kann ich dann über einen programmierbaren Lautsprecher und in einen dementsprechenden Sound mir wiedergeben lassen. Da können wir dann gleich mal, das wird lustig, Gott sei Dank. Des Weiteren wurde gesagt, ist zwar schön, dass ich hier so einen Mainbus habe, ich finde den auch ganz nett, aber ich sollte die Produktion vom Mainbus auf eine Seite verlagern, dass es immer nur auf einer Seite produziert wird, damit man den Mainbus quasi erweitern kann um weitere Produkte. Das stimmt, ich bin hier nicht zukunftssicher, was das angeht, aber es soll jetzt erstmal der erste Versuch sein, sowas aufzubauen, weil ich habe auch in meinen alten Bases mehr oder weniger nur auf Roboter gesetzt und nicht auf Mainbus. Also bis zu den Robotern habe ich wirklich sehr viel immer über Förderbänder hin und her transportieren, dies und das, kleine Fabriken machen. Das Prinzip, wie ich das immer früher gebaut habe, kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen, denn nachher später und dann habe ich das immer über Roboter einfliegen lassen und transportieren lassen und hatte natürlich einen horrenden Stromverbrauch durch die Flugroboter. Der Kommentar zu dem, wie die Forschungsinsel mal aussieht, beziehungsweise dass ich das noch auf Förderbänder legen soll, da bin ich dann irgendwann auch mal hintergekommen, also das habe ich dann auch erledigt, das habe ich auch schon so geschrieben als Antwort. Das zu dem. Gut, wir machen die nächste Forschung an, weil alles, was rot und grün geforscht werden kann, kann ich jetzt eigentlich durchweg erstmal erforschen und zielgerichtet bin ich jetzt erstmal nicht unterwegs. Wir werden uns auf jeden Fall Automatisierung 3 jetzt geben, damit wir an die gelben Fabriken rankommen, damit wir dann eventuell, wo wir noch Maschinen oder Montagemaschinen tunen müssen, sie tunen können. Dazu ist immer noch der Arbeiterschaltkreis nötig, das müssen wir erstmal alles aufbauen, dass wir das hinkriegen. Gut, bis es denn so weit ist. Hier, das Ding liegt voll. Gucken wir mal ganz kurz, wie das überhaupt alles aussieht hier. Weil dann müsste ich mal irgendwo noch so eine kleine Solar-Fabrik hinmachen, die uns ab und zu einfach Solar zur Verfügung stellt. Das brauchen wir ja auch. Und das hätte ich jetzt gedacht, dass wir das hier mit dann an die Schmelzen mit anschließen. Einfach, dass dann von diesen, also zwei solche Casting-Machines noch dazu kommen. Des Weiteren wurde auch gesagt, dass meine Produktionsstätte natürlich, auch das ist wieder nicht zukunftssicher, das stimmt. Hier kommen noch mehrere Schritte dazwischen, die man braucht. Deswegen ist, glaube ich, dieser breite Flügel hier gar nicht mal so daneben. Das müssen wir wahrscheinlich sogar so beibehalten, damit wir dann nämlich quasi über die Breite gehen können, um dann noch Zwischenarbeitsschritte hineinzubringen. Gut, das erstmal zu dem. Das ist erstmal der Start in die neue Session. Wir haben heute Samstag, die Folgen, die bis Mittwoch kommen, sind alle noch quasi vorproduziert. Also ohne dem Wissen, was ich jetzt gerade kundgetan habe. Es wurde auch gesagt, dass man mit diesen Keramikfilterungen irgendwie in 10 bis 15 Folgen wieder an die Grenze stößt. Wir werden mal sehen, wo wir da hinkommen. Ich habe jetzt auch erstmal mir gar keinen Plan gemacht, was wir jetzt heute umsetzen wollen. Ich wollte jetzt erstmal hier reingucken. Ich habe doch bestimmt noch wieder Batterien irgendwo gemacht. Genau, und eigentlich könnten wir das mit diesem Logistiknetzwerk mal machen. Also zu sagen, also wenn die eine Kiste halt im Kurzer voll ist, dass es dann kurz mal quäkt, damit wir dann das rechtzeitig wegtransportieren. Und wenn die anderen Kisten da unten leer sind, dass das dann einmal ganz kurz quäkt mit irgendeinem Alarm. Ich hoffe, der ist nicht allzu schrecklich. Dass dann dort angesagt wird, hey, ich brauche Schwefel für die Schwefelproduktion. Ich möchte jetzt ganz gerne das erstmal hier... wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. So, hier unten auf der Bleistrecke möchte ich jetzt erstmal gucken, wie das sich überhaupt so einpendelt mit den Nodulen und dem mit der Schwefelproduktion. Jetzt habe ich hier überall hängen. Mit der Schwefelproduktion. Da gehen wir jetzt nochmal hin und gucken uns das nochmal an, wie wir das gemacht haben und ob das so einigermaßen läuft. Aber hier das mit den Keramikfiltern, erstmal sieht ganz gut aus. Wie sieht es aus mit dem, ja, Proof at Water ist nicht viel im Rohr, okay. Da müssen wir wahrscheinlich nachlegen. Und hier stauen sich die Nodule, ist zu wenig Schwefel da. Weil wegen, der kommt nicht nach, ne?
Ja, der hat nicht genug Purified Water. Alles klar. Also Purified Water ist momentan der Engpass. Den werden wir aber beheben. Ich muss da mal nochmal... Ja, du bist schon wieder fertig mit Forschen. Das ist gut. Dann machen wir hier... Ach, wir forschen das jetzt einfach mal durch hier. Also, wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt, was wir dann nachher alles kriegen. Wir sind jetzt also mit der Forschung quasi eigentlich weiter voraus, als wir das gebaut haben. Oh, jetzt staut sich das hier schon, die Nodule-Produktion. Na gut, es sind nicht mehr ganz so viel Abfluss da. So, und dann könnte man nämlich auch so einen Quäker hier in die Kohle machen. Naja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt alles hin. Was wollte ich jetzt? Purified Water, genau. Da wollte ich jetzt hier hingucken und zwar... Achso, ja, hier, das... Ja, mit der Kohlekiste, das hat sich ja... Da habe ich einen Förderband gemacht. Habe ich noch so einen Kasten hier drin? Da haben wir noch so einen Kasten. Den drehen wir so rum hin. Stellen wir da hin. Und sagen, du machst das. Und dann wird das hier mal angerohrt, verschlaucht. Bisschen hingehen. Reicht nicht ganz. Macht nichts. Röhrchen ran. So, dann nehmen wir das mal hier hoch. Drehen, nicht eh, so. Und schließen das da an. Und dann haben wir ein bisschen mehr Purified Water demnächst. Achso, und dann müssen wir natürlich hier noch eine... Ach, das ist natürlich wieder ganz klassisch. Achso, das kommt sowieso weg jetzt hier. Das nehme ich mal schon mal weg. Ja, ja, nehmen wir erstmal auf. So. Da, naja, doch so einen kleinen Plan haben wir dann doch. So. Nicht ganz bis ran, naja, gut. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn mal was funktioniert. Aber machen wir hier einen größeren Winkel. So. Dann läuft das ab. Und dann brauchen wir ein bisschen Strömlinge. Wenn man noch einen großen, bösen Strom hast, haben wir noch. So. Und schon dürfte jetzt wieder ein bisschen mehr Purified Water im System sein. Dann müssen wir mal irgendwo, müssen wir nochmal einen großen Tank für machen, fürs Purified Water. Haben wir hier eigentlich schon, ne? Petrochem, ja, das Purified Water. Das sind 8,6%. Also, eigentlich kann man ganz gut erkennen, ja, jetzt kann ich es natürlich nicht gerade zeigen, kann ich das irgendwie groß machen da. Also hier in dem Tank, was dann hier gleich dastehen wird, sieht man, dass dann da 9,3 K Wasser ist jetzt drin. Das entspricht, glaube ich, so in etwa der Prozentanzahl an Wasser, die jetzt im System vorhanden ist. Ich habe noch irgendwo gelesen, dass man bei den Rohren umso größer der Querschnitt, also die Einheit pro Rohr, wie zum Beispiel im Eisenrohr ist es 10, im Kupferrohr 5, im Steinrohr 20, dass man da dann ab und zu Pumpen setzen muss. Bis jetzt ist mir das erstmal, weiß ich nicht, ob das vielleicht mein Problem ist, aber bis jetzt ist mir so noch nicht aufgefallen, dass ich das unbedingt machen muss. Und deswegen lassen wir das erstmal. Wir wollen ja jetzt erstmal gucken, dass wir hier unser System, so wie es ist, erstmal halbwegs stabil bekommen. Da haben wir noch zwei Batterien, das ist auch was Originales. Und wir haben jetzt so viel Soul in der Tasche. Nicht, weil ich eine Kiste da abgebaut habe, ne? So, Keramikfilter habe ich auch noch in der Tasche. Warte mal, die kann ich hier... Ah ne, hier kann ich ihn nicht loshören. Gut, dann ach, dann lege ich die hier rein. Was soll der Geiz? Zack. So, dann haben wir noch Matt, habe ich jetzt auch noch in der Tasche. Warum habe ich denn Matt noch in der Tasche? So, achso, hier kann ich ja eigentlich mal wieder Plastik herholen, ne? Das müsste ja eigentlich ein bisschen was geben. So. Und jetzt habe ich keine Fusselfabrik mehr, ne? Die mir Fusseln macht. Wo ist mein Plastik? Da. Immer rein, ne? Aber das reicht ja erstmal noch für... Achso, das war die falsche Kiste, okay. Na gut, beim nächsten Mal. So, die Batterien brauchst du da nicht dran. Und wir machen uns dann hier Akkumulatoren der höheren Kapazität. 34 Stück. Das geht schon. Und die müssen gar nichts mehr machen hier, ne? Die stehen unter vollem Dampf und brauchen nichts dazu heizen und nichts, weil unsere fast 400 Solarpanels das momentan schaffen. Sehr schön. Apropos Solarpanels, kann ich denn, was brauche ich denn dafür? Ach, da brauche ich ja hier wieder wahrscheinlich Chips, ne? Solder habe ich, die Platten habe ich nicht und Widerstände habe ich nicht. Gut, Moment. Gucken wir uns mal davon noch ein bisschen mit. Und dann zeige ich euch mal, wie ich dann früher mal immer die Fabriken aufgebaut habe, wo ich dann mit Robotern habe alles fliegen lassen. Das sah dann immer so aus. Da war in der Mitte einmal Strom. So. Ich denke mal, das Prinzip, das ist euch geläufig, das kennt ihr auch. So. Dann war hier ein Kistchen und da ein Kistchen.
Das Ganze ging dann noch mit Wasser, also dass man dann also auch außenrum Wasser legen konnte und wenn dann irgendwie die Fabrik Flüssigkeiten brauchen, rauchten und diverse andere Scherze. So, dann müssen wir jetzt hier mal in die Mitte, schmeißen wir das mal rein. Und das mal rein. So, und dann müsste man hier doch eigentlich die erweiterten Schaltkreise machen können. Was brauche ich denn da? Kupferkabel? Nee. Ach, da brauche ich die Fabrikstufe 2. Da kann ich doch eigentlich auch die... Da kann ich doch mal diese Elektro-Dinger probieren, oder? Die Dinger. Da brauche ich selber Perfect Circuit Boards. Ne, das ist nicht das Problem. Dann habe ich hier welche. So. 1, 2, 3, 4. Ah, die sind kleiner, ne? Na gut, egal. Dann wird das hier ein bisschen kleiner aufgebaut. Macht das Max. So, dann kann man nämlich hier einen Greifarm in die Richtung, Greifarm in die Richtung, Greifarm in die Richtung, Greifarm in die Richtung. Der packt es dahin raus, der packt es dahin raus. Dahin raus, dahin raus. Dann machen wir das hier erstmal weg. Jo. Ich glaube, ich habe da ein Platzproblem, oder? Nee, habe ich nicht. Achso, das Inventar habe ich ja schon erweitert. Stimmt. Da habe ich ein paar mehr Plätze jetzt. Das sollte sich ja dann schon mal zeigen. Was ist denn? Achso, das ist noch in Produktion. Moment, dann nehmen wir das mal raus. Und geben das wieder rein. Genau, die sind nämlich kleiner. Dann müssen wir die mal aufbauen, so dass die dann da wieder hinpassen. Und die anderen beiden, da ist eine. So. Und so. Und dann kann man denen nämlich sagen, macht uns mal die Teile. Die Teile. Also so habe ich dann immer die Fabriken aufgebaut, wo das dann halt eine Anforderungskiste war. Und das eine Absendekiste für den. Ja, eigentlich hatte ich glaube ich die Strommasten hier, ne? Genau. Kann man hier einfach ersetzen. So. Dann war das nämlich alles schön bestromt immer. Und dann hat es ganz gut funktioniert. Und so wurden dann teilweise die Fabriken gebaut, halt mit großen, kleinen. Das konnte man dann mit Chemiefabriken machen und wo das in das Wasser ranging. Musste man halt eben bloß einigermaßen ordnen, das mit den Rohren und mit den Kisten. Ich glaube, da brauchte ich dann die langen Greifarme, um es rauszukriegen oder so. Na gut, aber so kriegen wir dann zumindest schon mal jetzt hier komplett fertige elektrische Schaltkreise gebaut. Und dann lassen wir jetzt hier auch ruhig mal das richtig krachen. Immer hau raus den Scheiß, genau. Und dann können wir nämlich hier mal gucken, wenn ich dann das mache, dann brauche ich eigentlich eine Kiste mit Stahlträger, Kupferplatten und Schaltkreisen und kann genau sowas aufbauen. Ah, sowas könnte man jetzt... Eigentlich müsste es ja automatisieren. Ich müsste hier diese Fusselfabrik, der müsste ich eigentlich noch sagen, dass die hier eine Kiste hat, wo sie immer bis zu 1000 von diesen Fusseln reinlegen kann. Nimmt die jetzt zwar das Band fast leer, aber so eine Reihe, ne? Was gibt denn? Ich weiß gar nicht, was ein Stack ist. Aber egal. Damit wir dann ab und zu dann doch was für die Plastikfabrik hier unten hin geben können, weil wir nutzen sie ja doch noch. Ist halt alles nicht ganz so schnell so modern, wie man es gerne hätte. Und dann kommt sowas halt zustande. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen von dem Zeug. Gucken wir mal, dann könnten wir jetzt 17 Solarpanels machen. Also das ist auch schon wieder nicht schlecht. Gut, da werden wir uns aber einfach mal eine Fabrik schnappen. Dann machen wir mal hier dann blaue. Nee, was brauche ich für die grüne? Achso, da brauche ich ja diese ganzen Transistoren oder was nicht alles. Ich da bin, haben wir noch einen kleinen Weg zu beschreiten, was das alles automatisiert haben. So, die nehmen wir mal kurz wieder raus hier. Und dann nehmen wir sie damit rein. So. Und dann stellen wir jetzt hier einfach mal so eine Fabrik hin, deren wir einfach mal zwei Kisten spendieren. Ein Arm rein, ein Arm raus. Du machst uns Solarpanels und kriegst jetzt hier von mir Stahl, Eisen, die Platten. Und dann kannst du hier... Achso, die Platten brauchst du gar nicht, die Platten brauchst du. Und dann kannst du hier tun und lassen, was du willst. Und hier werden wir dann nochmal ein bisschen Kupfer reintun, damit wir wieder an diese Platten kommen. Und dann haben wir hier eine kleine Solarfabrik, die natürlich immer noch von Hand befüttert werden muss und so weiter und so fort. Aber hey, wir müssen uns dann nicht mehr im Inventar darum kümmern und können uns dann eventuell um andere Sachen kümmern, die wir im Inventar produzieren, herstellen, tun und lassen. Das ist eigentlich wirklich, eigentlich ist das fast Blödsinn, aber wir lassen es erstmal noch. Weil wir doch über diese Art und Weise Meerwasser herstellen können. Und dieses Salinenwasser, das brauchen wir später dann sowieso noch in Massen, wenn wir Salz herstellen wollen.
Ein so ein Ding kann ich hier noch aufbauen zur Not. Und dann kann ich das hier noch spiegeln. Also, dass wir da wirklich dann hier Purified Water machen, glaube ich, dann ich hauptsächlich in den Dingern, weil ich glaube, das geht besser. So, wie sieht's aus überhaupt? Aber Purified Water ist jetzt erstmal ausreichend vorhanden. Dann gucken wir mal, ob hinten die Schwefelproduktion funktioniert. Und dann können wir mal gucken, ob wir mit diesen Logistiknetzwerken, ob man da, kann ich da jetzt was bauen? Ach du Grüne, ist da irgendwas dazugekommen? Ich glaube, irgendwas ist dazugekommen. Das sieht mehr aus hier. Wo ist denn dieses Logistikgelumpe? Hier? Da. Brauche ich denn dazu alles? Kupferkabel. Okay, da brauche ich die Dinger alle. Okay, naja, gut. Gut, dann erstmal, dann gehen wir. Nee, dann machen wir das. Warte mal. Ach, er ist wieder unsicher. Er ist sich wieder unschlüssig. Erstmal legen wir den Scheiß hier raus. Den brauche ich jetzt gerade erstmal nicht in der Tasche. Da freue ich mich dann umso mehr, wenn ich die Kiste mal leere. Oh, wie viel ist denn da drin? Oh, über 1000 Landfilme. Da kann man ja richtig bauen. Da kann man ja die Insel groß machen. Sowas wird dann wieder kommen. Da wird er sich wieder freuen. Aber man muss sich auch selber mal eine Freude machen, ne? Kann man jetzt auch falsch verstehen. Ist egal. Gut. Die Forschung läuft nicht. Genau. Da wollte ich ja irgendwas anmachen hier. Dann kann ich ja. Ich kann ja mal hier. Kann ich ja Militär 2. Kann ich hier. Turrets. Was kriege ich da für Turrets? Bop. Da kommen dann die Gun-Turrets. Wir brauchen nämlich später mal, früher oder später, die Turrets, um diese Würmer, die wir jetzt aufgeklärt haben. Hier irgendwo haben wir Würmer schon gesehen. Genau hier an der Grenze. Da sind Würmer. Die haben wir schon mal gesehen. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, ne? Gar nicht mal so übel, sprach der Dübel. Oh Gott. So. Und hier brauchen wir... Ach, hier müssen wir das Stromnetz erstmal erweitern. Alles klar. Wo haben wir Stromnetzerweiterung? Da haben wir Stromnetzerweiterung. Das heißt, hier muss einer hin. Dann muss da einer hin. Da einer hin. Da kann auch noch einer hin. Und der zu guter Letzt. Und hier können wir noch nicht, da müssen wir... Haha, Landfills. Brauchen wir dann. Alles klar. Haben wir gerade weggeschmissen. Jo, ist ja gut. So, bei den Turrets, Sniper Turrets, da brauchen wir dann nämlich schon diese Military Dinger. Da müssen wir mal gucken, wie die gemacht werden. What? Weapons Testing Circuit Board. Weapons Testing Module. Carbon? Da geht ja richtig Carbon rein. Was ist das denn hier? Breastplate und Innerplate. Produziert das und dann haben wir dieses Waste. Jetzt wissen wir, wo die wir die Wasted Dinger herkriegen. Alles klar. Und da brauchen wir ein Weapon Testing Modul und ein Kinetic Test Target. Aha. Alles klar, okay. Also wir müssen auch so eine kleine Forschungsinsel bauen für Militärforschung. So, aber wir stellen jetzt erstmal 34 High Capacity Akkumulatoren auf. So. Dann haben wir nämlich dann noch mehr Leistung drin. Jetzt sind wir schon bei 2,8 GB. Ich weiß immer noch nicht. Ach so, das ist noch etwas, was ich jetzt gerne mal irgendwie, keine Ahnung, ob man Energieflüsse, ob man da wirklich irgendwie das sagen kann, nutz nur das und oder nutz erst die, wenn du da auch wirklich was machen kannst. Gut. Also wenn man mit Militärtechnik weiterkommt, braucht man eine Militärtechnikinsel. Fällt mir dazu jetzt erstmal ein. So, das ist eigentlich totaler Quatsch. Weil Bergbau betreiben wir ja nirgends. Also das muss ich jetzt nur wirklich nicht erforschen. Das können wir erforschen. Da kriegen wir die Assembling Machine Nummer 2, die eine Herstellgeschwindigkeit von 2,25 hat. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das können wir erstmal erforschen. Eieiei, ich sehe schon, wir forschen so viele tolle Dinge, die wir dann nachher sehen, dass wir die produzieren können. Und dann immer wieder vom Verzweifeln sind, dass wir sie nicht produzieren können. So, hier nehmen wir nochmal raus. Dann bringt natürlich die ganze Begrenzung dann nichts, die ich da eingebaut habe, wenn ich es immer wieder rausnehme. Aber naja, macht nichts. So, dann schmeißen wir das hier erstmal rein. Habe ich nicht schon mal wieder irgendwann... Hatte ich nicht zwischendurch schon mal hier reingelegt? Hat das nicht gereicht? Ah, möglich. Nichts genaues weiß man nicht. Jedenfalls gibt es hier nichts. So. Oh, ist nichts zu holen. Und hier macht er noch weiter. Fleißig Batterien. 134 Stück. Gibt nochmal 14 davon. So. Heute sind wir wieder mit viel Zeugs beschäftigt. Was fehlt dir jetzt hier? Dir fehlen... Was fehlt denn dir? Circuit Boards. Momentchen mal. Da hätte ich doch eine Idee. Da kann ich dir doch welche geben. Guck mal. So. 17 Stück.
Und euch fehlen hier Widerstände, weil wahrscheinlich hier Kupfer fehlt oder sowas. Ja. So, dann machen wir hier erstmal Widerstände wieder rein. Und dann holen wir uns mal Kupfer und schmeißen da oben mal Kupfer. Oh, ich sehe gerade was ganz Schlimmes. Da müssen wir mal ran hier. Rückstau, das ist nicht gut. Ach, da oben hier sogar noch 200 drin. So. Ist auch so ein Quatsch, ne? Das muss ich auch mal modernisieren hier irgendwann. Naja, gut, egal. Also das hier rausreißen, da unten was anbauen und noch so eine Gasproduktionsanlage da unten mit anbauen, die dann hier ab und zu auch mal die Kiste produzieren. Oh, schon 2,5 K, da sind auch 2, ein bisschen K. Also Kohle sammelt sich jetzt an. Hier sogar schon 6 K Kohle drin, ne? Also, das müssen wir mal ein bisschen optimieren, dass die Kohle dann irgendwo dran vorbeiläuft und dann irgendwann erst durch die Crusher kommt und naja, sich da irgendwo staut und die Pufferkisten wären schon nicht schlecht, aber naja. So, gut. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Irgendwann wollte ich mal, habe ich mal erzählt, dass ich mal ganz viele Lampen bauen wollte, ne? Das könnte ich doch jetzt mal gucken, warum ich die nicht gebaut habe. Lampen. Rapunzel, wo ist Rapunzel? Rapunzel, Rapunzel, lass doch mal dein Licht hier runter. Da ist Rapunzel. Guck mal, da können wir noch richtig was von bauen. Da hauen wir mal ein paar raus hier. Die gehen bestimmt noch ziemlich schnell. Hier mal Kupfer wollte ich noch holen, genau. Ach, eine Forschung ist fertig, alles klar. Dann forschen wir. Was ist das eigentlich hier? Oh, das brauchen wir. Forschenbahn. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt irgendwo Kupfer holen. Genau. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Mein Freund und Kupferstecher. So. Da. Hoch hier. Ne, da rüber, da runter, da lang, dahin, da weg. So. Dann machen wir nämlich hier nochmal ein Kistchen, ein Ärmchen, die arme Wurst. So, dann kommt das da rein und dann gucken wir mal hier. Das war nämlich nicht mehr das, was hier gefehlt hat, sondern es fehlt uns an Zinn. So unsinnig. So, da lang laufen, da hier durch. Guten Tag. Ja, wie geht's ihm so? Ich hole ein bisschen Zinn. Na. Und wieder ist eine Forschung fertig. Also das mit der Forschung geht da oben schon richtig gut. Da haben wir eine Pumpe MK2. Ja, das bringt uns jetzt erstmal nicht so viel weiter, aber dass das hier schön ist. Das bringt uns Ammoniumnitrat. What? Rocket? Booster? Mit Booster. Guck, wir machen unseren Gürtel erstmal größer. Da werde ich mich auch drüber freuen, wenn ich dort ein bisschen mehr Platz habe. Achso, noch ein interessanter Kommentar, der mir auch sehr weitergeholfen hat, ist dieses Festschnallen im Gürtel, dass da bestimmte Dinge an bestimmten Plätzen liegen. Geht man mit der mittleren Maustaste oder man muss dann mal in die Konfiguration gucken und dann welche Taste das ist, aber im Grunde sollte es die mittlere Maustaste sein und ja, das funktioniert sogar. Schön. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, dann bauen wir jetzt hier noch eine Kiste hin. So, und dann nehmen wir uns hier einen Knickarm und sagen, der soll mal von da nach da liegen. Und zwar nimmt der von da. Okay. Gut. Das sah eben faszinierend aus, muss ich sagen, dieses Matrix da drumherum. Ne, den will ich gar nicht mehr in der Hand haben. Klick weg. So. Und jetzt hauen wir da nämlich den Zinn rein und dann. Ach ja, das macht er so. Ja, da muss er so kurz den Weg legen. So. Gut, dann haben wir das auch wieder automatisiert. Dann kann hier nämlich wieder weiter elektronische Schaltkreise gebaut werden. So ein paar Stück behalten wir jetzt erstmal in der Tasche. Falls wir welche brauchen. Für irgendwelche Greifarme und ähnliches. Und wir haben schon wieder 14 weitere Akkumulatoren. Die können wir aufbauen.
Und das werden wir dann auch schaffen. Upsala, da muss ich ja hier rüber. Es wird langsam immer größer hier, unser kleines Reich. So. 140 von den High-Kapazitäten. Dann haben wir schon fast so viel Energie gesammelt wie in den normalen Akkumulatoren. 3,1 Gigajoule. Habe ich auch eine. Ich bin auf Facebook einer Gruppe beigetreten, Factorio Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und da war dann auch gerade so eine Diskussion, wie viele Akkumulatoren brauche ich denn, um meine Base am Leben zu erhalten, ohne dass ich Schwierigkeiten kriege. Fand ich auch sehr interessant. Da gab es nämlich dann die Berechnung dazu, für wie viele von den Solarpanels man wie viele Akkumulatoren braucht bei bestimmter Kapazität. Und das könnte ich ja dann mal hochrechnen. Also das könnte ich auch mal für uns ausrechnen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es sicherlich auch wieder vergessen haben. Aber eigentlich das Verhältnis Akkumulatoren zu Solarpanels passt eigentlich, weil das waren eigentlich weniger Akkumulatoren als Solarpanels, die man braucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich weiß ja nicht, ob durch diese Mod-Geschichte hier sich genau an der Stelle auch was geändert hat. Da steckt man ja nun nicht drin. So. Aber hier oben Solarpanels werden ja auch noch fleißig produziert. 27 weitere. Gut, okay. Ich hole mal das Landfill und freue mich gleich darüber, dass ich so viel Landfill in der Kiste finde. Und während ich mich freue, versuche ich heute mal die Folgenlänge einzuhalten, da ich vorproduzieren muss wegen Ostern, weil ich Ostern bei meinen Eltern bin. Und dort, also quasi von Karfreitag bis Ostermontag keine Chance habe aufzunehmen. Deswegen wird heute auch wahrscheinlich hoffentlich Raffis bis Mittwoch nach Ostern alles aufgenommen sein. Und auch mit den ganzen Umbaugeschichten, die ich dann vorhabe noch und die ich dann machen muss noch, dass das dann alles klappt. Ganz genau wissen kann man es natürlich nicht, ob man es schafft, aber ich drücke mir mal die Daumen. Oder wie ein Mitarbeiter in der Führungsebene in unserer Firma mal sagt, ich drücke uns die Daumen. Also er drückt immer die Daumen für mich mit, damit alles klappt. Ob das jetzt so zielführend ist, weiß ich nicht, aber gut. Wenn es ihm freut. Dann kann er das weiterhin behaupten. Das ist immer sehr laut, aber das stelle ich auch jedes Mal auf den Nerv fest. So. Und einmal so eine Spur runter schaffen wir noch. Auch schon mal ganz gut Platz geschafft hier wieder für jede Menge neue Solarpanels, weil das dürfen wir wirklich nicht missachten, nicht dass uns dann mit irgendwann mittendrin wieder der Strom dann zu knapp wird und wir zu viel mit fossilen dazu brennen müssen. Aber es sieht schon schön aus hier, ne? Wie das dann da umleuchtet. Also da brauchen wir nur keine Rapunzeln mehr. So, und jetzt haben wir den doppelt so breiten Gürtel. Oh, eine Erleichterung. So, wir können hier noch Tore erforschen, wir können hier noch Motoren erforschen. Motoren sind auch nicht schlecht. Motoren ist auf dem Weg zum Auto nicht schlecht und zur Eisenbahn. Gut, Eisenbahn brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Zum Elektromotor und dann kommen wir nämlich schon zur Luftfahrt und dann könnten wir uns mal vielleicht eventuell gucken, mal so einen kurzen Ausblick wagen, wie das denn aussieht, wenn wir Logistikroboter haben wollen. Was ist das? Logistikrobot-Tool MK1. Logistikrobot Brain. Wir brauchen Brain. Brain, Brain, Brain. Logistikroboter. Er braucht ein Brain und einen Arm und ein Gestell. Ah ja, okay. Und dann kriegen wir die Kisten und eigentlich müssten wir noch weiter dann. Wir müssten ja bis dahin kommen, damit wir die Anforderungs- und Anbieterkiste haben. Bis dahin kommen, kriegen wir alles erforscht. Und da brauchen wir die blauen Fläschchen. Und dann, was ist das denn hier? Was denn? Provider Chest. Passive Provider Chest. Hat die denn mehr Platz? Lagerkapazität 60? 48. Aha. Und die hat dann 60 Lagerkapazität. Alles klar. Ja gut.
Nun dann, wohl an, würde ich sagen. Gehen wir erstmal hier weiter. Pushen wir erstmal das. So. Wir könnten jetzt natürlich ein paar Lampen verteilen, wenn wir da schon mal dabei sind hier und da rumstehen dumm. Achso, da habe ich bloß hier Rohre stehen lassen, weil. Kann man ja. Braucht man aber nicht. So. Ja. Achso, das geht dahin, alles klar. Mann, Mann, Mann. Das ist schon manchmal ganz ein schönes Wirrwarr hier. Wirrwarr. Machen wir überall mal so ein paar Lampen hin hier. Kostet zwar auch unnötig Strom, also nicht unnötig, aber man hat ein bisschen Licht. Man kann so ein bisschen gucken. Da passt keiner mehr hin. Ah, hier passt auch keiner hin. Dann machen wir da mit ich hin. So. Gucken wir mal. Ja, das ist schon mal einigermaßen ausgeleuchtet hier. Was sehen wir hier durch? Kriegst du hier noch eine Lampe hin? So, in dem ganzen Konstrukt, das ist so eng beieinander gebaut. Ah, da passt da noch eine hin. Und dann kommen wir da nicht hin. Moment. Guten Tag. So, sind wir da auch. Können wir hier noch eine hinstellen? Da steht schon eine. So. So. Den ganzen Laden hier ein bisschen die Erleuchtung geben. Ach, da kommen wir nicht mehr durch. Das haben wir uns zugebaut. So, dann können wir hier dazwischen mal eine stellen. Steht hier so mittig drin mal eine. Ah, nu. Nicht wegfahren. So. Dann können wir hier noch eine erstmal reinstellen. Naja, gut. Jetzt wird es sowieso wieder Tag. Da wird uns das gar nicht mehr so auffallen, dass wir unsere Lampen brauchen, aber ja, die geht schon gar nicht mehr an. Da steht sogar eine. Ach, ein tolles Lied. So, machen wir da noch eine hin. Und als Protest bauen wir da noch zwei, nicht zwei gleichzeitig daneben. So. Gut, haben wir erstmal ein paar Lampen versteckt. In der nächsten Nacht machen wir die nächsten. Eben gerade habe ich noch davon gefaselt, dass ich irgendwie die Folgen kürzer halten möchte. Das läuft nicht richtig ab, weil das hier genügend Schwefelsäure produziert. Sehr gut. Und hier haben wir nochmal Batterien. Da kann man natürlich dann, wenn man möchte, noch gerne ein paar von den Dingern machen. Achso, dann können wir mal gucken, wie viel. Dann können wir noch Fusseln holen. Ja, das machen wir mal schnell. Und schon wieder haben wir die halbe Stunde überschritten. Gut, okay. Aber jetzt muss ich mich ja langsam doch verabschieden und sagen, das war wieder eine schöne Zeit mit euch. Das Spiel gefällt mir immer weiterhin und immer mehr. Und ich freue mich tierisch drauf, was ihr dazu sagt, was wir hier so machen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.